Es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Ich finde es cool, so ein Medipack. Ich tue, müsste was ich kann. Danke. Heutzutage auch geben. Oh, ich bin angeschossen. Ich brauche ein Medipack. Los, mir geht's besser. Oh, Lungenschuss, Medipack. Ach, sehr schön. Mir geht's gut. Ich liege im Sterben. Ich kann kaum atmen. Nimm ein Medipack. Alles klar. Umso besser. Okay, du bist wahrscheinlich... Ja, das ist ein Eclipse-Schütze. Der ist menschlich, da funktioniert nix. Absturz. Du musst schon richtig zielen. Ach, jetzt muss ich nachladen. Perfekt. Na gut. So, Leute, hat's hier irgendwo... Ach Gott, das sind noch mehr von den Dingen. Ja, ich weiß. Keine... Mann am Boden. Ich hoffe. Ich habe sie destabilisiert. Konzentriertes Feuer. Ah, brannten die zu besser. Komm schon. Ich bin wieder zu stark konzentriert. Nein, den habe ich getötet. Ich habe da keine Munition mehr, das ist kacke. Betäubungsschuss bereit. So muss es sein. Achtung, macht gleich Boom. Ich dachte, das wäre ein Schutzschild. Jetzt ist das gar kein Schutzschild. Na dann. Neutrali, was? Komm zu mir. Ah. Ich will bloß... Achtung, Kollision. Zu erwarten. Boah, du musst aber auch immer einen getötet. Dann nachladen. Fuck you. Komm her. Jetzt musst du. Alter. Nachladen, Shepard, nachladen. Ich habe keine Munition mehr. Doch. Meins. Meins. Auch meins. Nachladen. So. Boah. Au. Du kleiner Bastard. Wo bist du? Komm her. Voll in der Rückgeschosse. Voll in der Rücke. Ach, ja. Ich bin schon wieder hochkonzentriert. Shooter sind nicht... Also hier finde ich es cool. Normalerweise spiele ich ja eher selten Shooter. Ich glaube, er ist hier rein. Dann geh rein und schnapp ihn dir. Geh du doch. Beweg deinen Arsch da rein. Nassana bezahlt dich nicht fürs Rumstehen. Na gut, aber ich... fordere Unterstützung. Na. Brandmunition. Schuss. Kopfschuss. So, hier war aber Medipack und Munition. Nehmen wir natürlich beides mit. So. Du kleiner Bastard! Hör auf, deine komischen Dinger abzuschießen und brenn lieber. Boah, danke. Na, das ist halt Liara, die hat's voll drauf. So, jetzt muss ich gucken, geh mal da lang.
Nee. Wir gehen da lang. Vor allem, weil da auch noch Munition liegt. Okay, nachladen. Okay, ihr schießt, ich... Komm von hinten. So. Wie kommst denn du jetzt da rein? Und wo geht's hier lang? Ah, da komme ich. Ah, Moment. Alter, bist du auf? Von wo? Umschalten auf... Renn. Nochmal. Okay, dann schießen wir Disruptor. Nachladen! Munition! Oh, weiter geht's. Fuck you. Und jetzt kommt schon wieder so ein dämlicher kleiner Kackroboter, Mann. Die kriegt ihr jetzt voll ins Alleine kaputt. Ich bitte euch. Was macht denn ihr? Ihr müsst vorrücken, Leute. Vorrücken. Und denen voll auf die Fresse geben, Mann. Achtung, Achtung, der schießt gleich in der Kugel. Das war kein Kopfschuss. Das war gerade Kopfschuss. Ach, komm schon. Da schieße ich mal, dann sind die alle schon weg. Okay, da muss ich rein. Das gibt's hier. Hier gibt's wahrscheinlich gar nichts. Außer eine Tür. Ah, Tür umgehen. Okay, Start umgehen. Ganz easy. Sonst will ich dahinter aber auch was haben. Ah, okay. Bitte, töten Sie uns nicht. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Hey, sieh mal. Die gehören nicht zu Eclipse. Sie sind doch hier, um uns zu helfen, oder? Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Kommen Sie raus. Es ist soweit sicher. Danke. Wir stehen in Ihrer Schuld. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche jemanden. Keinen Söldner. Er ist allein unterwegs. Naja, der Typ, der uns hier eingeschlossen hat. Als er uns gefunden hat, dachte ich schon, jetzt sind wir tot. Aber er hat nur die Tür zugemacht und uns eingesperrt. Sie eingesperrt? Dann wollte unser Attentäter sie anscheinend in Sicherheit bringen. Richtig. Attentäter? Wegen Nassana, möchte ich wetten. Die hat's schon lange verdient. Wenn man Leute so behandelt, rächt sich das irgendwann und du wirst in den Arsch gebissen. Den Arsch gebissen. Ich würde nicht hierbleiben. Auf den unteren Etagen ist es sicherer. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Los, wir gehen. Danke. Und sagen Sie Ihrem Attentäter, er soll auf den Kopf zielen. Ein Herz hat sie nämlich nicht. Beweg dich. Jetzt ist die Frage, meint er das auf einer anderen Ebene oder meint er das jetzt wirklich? Hat die wirklich kein Herz? Das ist es eben sinnbildlich gesprochen. Was? Präzisionsgewehr? Viper? Moment. Was war das? Irgendwas war doch da gerade. Verarsch mich jetzt nicht. Präzisionsgewehr Viper habe ich gesehen. Hecken. Irgendwas ist da vorne. Ah. Shepard und Garrus können das jetzt benutzen. Okay. Neue Waffe. Sehr schön. Wir hacken einmal. Dann haben wir einmal das hier. Einmal. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ach, komm. Das. Verdammt nochmal. Scheiße. Und das hier. So.
Und was kriegen wir wieder? Credits. Ne, Munition. Und Credits. Was ist besser als Credits? Munition und Credits. Jetzt habe ich das Präzisionsgewehr, das will ich gar nicht. Ich will erst nochmal Präzisionsgewehr, heben uns später auf. Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentiertisch. Vor allem, wenn jemand in dem Aufzug ist. Genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht, Garrus. Nun, an Deckung fehlt's nicht. Mezzanine, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Nehme Deckung! Kommt die Drohne! Nein. Alles klar. Ich hatte... Fuck you! Als ob ich es nicht geahnt hätte hier. Feind greift an! Garrus, stehst du da etwa ganz vorne dran? Ja, tust du. Ziel hat sich gepennt an mir! Kopfschuss! Da kann ich aber dann auch echt nichts dafür, wenn du da stehst, du Pfeife. Wenn ich dir sag, geh in Deckung, musst du schon in Deckung gehen. Aber auf mich hört ja wieder keiner. Ich bin der Captain, auf mich hört keiner, Mann! Die sind hier. Ich hab nicht mehr meine Teams 4 und 5 gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Verdammt! Ich brauche Antworten. Sagen Sie mir, wo der Attentäter ist, dann lasse ich Sie vielleicht am Leben. Wenn ich das wüsste, würde ich nicht meine Zeit damit verplempern, hier mit Ihnen zu plaudern. Sie gehören nicht zu Nassana-Söldnern. Wer sind Sie? Wir sind mal ein bisschen böse. Sagen Sie mir, wo der Attentäter ist. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig, meine Leute. Wie wäre es mit Auf Wiedersehen? Heftig, aber vermutlich hat er es verdient. Garrus, ja, er hat es verdient. Der wäre nämlich böse. Das ist ein Eclipse-Attentäter, scheißegal. Diese Dungeon enthält eine Liste mit genetischen Informationen über die Familie Kirosa. Okay. In dem Fall ist es voll... Komm, egal. Disruptor. Lucky Mac. Fenris Mac. So muss es sein. Okay, jetzt nehmen wir das Präzisionsgewehr. Für die. Ah, mit Mehrfachfeuer. Kopfschuss! Beeindruckender Schuss. Natürlich. Noch einer? Nö. Momentan nicht. Sehr gut. Also ist nochmal zur Rechtfertigung. Das waren Eclipse-Fuzzi. Die ganze Zeit auf uns ballern. Ist mir vollkommen egal, ob er es verdient hat oder nicht. Es waren Eclipse-Söldner, die... Er stirbt. Antwortet verdammt nochmal, oder aber auch Zeit. Was ist da unten los? Ich fürchte, Ihre Männer können im Moment nicht antworten, Nassana. Verdammt. Nö. Momentan sieht's da schwierig aus. So, ich möchte hier noch rein. Dieses, das und das. Sind hier drinnen alle in Ordnung? Zurück oder ich schieße. Ganz ruhig, tun Sie nichts, was Sie später bereuen könnten. Ich will Sie nicht verletzen, aber ich werde es tun. Zurück, habe ich gesagt, ich tu's. Bitte, zwingen Sie mich nicht dazu. Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Wie heißen Sie? Ich bin Telon. Kommen Sie nicht näher. Telon, ich bin Commander Shepard.
Ich arbeite nicht für die Söldner und will ihnen nichts tun. Ich bin hier, um zu helfen. Ich... Okay. Hier. Mir geht's nicht so. Taylor! Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist. Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Den nicht. Ich habe heute schon viele Söldner erschossen, aber der geht nicht auf meine Kappe. Aber wer war es dann? Sagen Sie es mir. Was ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt, wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen. Und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Telon hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind Sie aufgetaucht. Ein perfekter Kopfschuss ohne Kollateralschäden. Sehr beeindruckend. Hier oben sind immer noch Söldner. Sie sollten in die unteren Etagen gehen.